Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Okay. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Damit sind wir Templer? Vor Jahrzehnten übertrug mir der alle Rat Templer die per Aufgabe, Taschendiebstahl bestehen. Karibik, einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht als ob, Alter. Es enthält eine nice. Art Armeia-Sphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht Zack. Verleiht, jeden Mann auf der Erde Easy, zu finden danke fürs Geld. Wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Das haben wir ja, also vor. Ja, das werden sie. Doch. Dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken.
Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Unten an den Docks gleich. Danke für den Follow, vollkommen versagt. Willkommen im Stream. Also gut, das ist der große Plan. Eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Gleich morgen früh. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, denn ich will immer noch den Synchronisationspunkt haben. Den Aussichtspunkt. Ich muss nur mal gucken, ob ich hier irgendwo hochkomme. Ach. Easy. Was? So. So. Guten Abend, ja. Kommen wir hier, ist hier rum jemand? Nee. Kommt der? Ne, sieht nicht so aus. So. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir noch Truhen, Animus-Fragment und noch eine Truhe. Würde ich gerne einmal machen, bevor wir weitermachen. Dann haben wir das hier in dem Sperrgebiet schon mal weg. Jetzt müssen wir wieder hoch. Okay. Nein. Geh mal weg da. Du sollst hier an der Dings hoch, an der Säule. So, und jetzt einmal weiter hinten raus. Ich markiere mir das einmal kurz. Dort. So. Hat er nicht gehört. Das hat er gehört. Irgendwas stimmt aber mit den Timern nicht. Meinst du, weil der so oft schreibt? Ja, ich verstehe das nicht so ganz bei Stream Elements. Ist ein bisschen blöd mit den Timern gemacht. Ich würde sagen, wir holen uns... Wo müssen wir eigentlich als nächstes hin? Dort zu den Docks wieder, ne? Das heißt, wir werden jetzt hier einmal die Ecke ein bisschen aufräumen. Ja, ich bin doch schon so gut wie raus. Du, guck mal, siehst du, ich bin doch gar nicht mehr im Sterngebiet. Ist ja alles gut. Ja, mal eine halbe Stunde nichts, dann zwei. Ja, richtig, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Du kannst ja für jeden
Du stellst da für jede Nachricht einen Teil, einen eigenen Timer irgendwie. Und nicht eine Zeit, weißt du? Da war ja vorher so alle 10 Minuten. Da kannst du das jetzt für jeden Einzelnen irgendwie einstellen und das ist irgendwie blöd. Weil dann alles auf, das steht glaube ich irgendwie auf 25 Minuten, aber dann, oder 15 und dann postet der 2 auf einmal und dann eine halbe Stunde gar nicht, ja, keine Ahnung. So. So, dann lass uns doch mal kurz gucken, was wir hier so haben. Hier in der Ecke. Hier unten ist tatsächlich nicht viel. Ich hätte gedacht, hier wäre noch ein bisschen was. Aber gut. Ich würde sagen, wir rasen das hier ab und gehen dann hier rüber. Das sind ja so optionale Sachen. Das auch. Wobei ich sicher mal einen Assassinenauftrag machen werde. Aber jetzt haben wir eh noch nicht so viel. Also können wir eh noch nicht groß irgendwo anders hin. Deswegen lassen wir das. Na komm. Dann so. Und das ist ja eigentlich auch alles recht schnell abgelaufen, ne? So lange dauert das alles ja nicht. Hier ist noch ein Shanty-Blatt, habe ich gesehen. Da oben. Gucken wir mal, ob wir von hier auf den Baum raufkommen. Ja, sehr gut. Und dann Attacke. Oh Gott, Edward. Ob das was wird, müssen wir wahrscheinlich später wiederkommen. Ich glaube, das kriegen wir nicht. Oder? Doch. Ah, aber es muss knapp gewesen sein. Weil die verschwinden ja wieder und dann muss man später wiederkommen. Okay, jetzt einmal das Manuskript. Was? Der hat nichts gesehen. Komm her. Humpelt der? Scheint so, ne? Okay. Schön, schön, schön. So, jetzt ab hier hin. Dort hoch. So. Du. Das hier unten? Ja, da. Wenn wir langsam sind und leise sein, dann merken die uns nicht, dann können wir hier wieder raus. Sehr gut. Da hoch müssen wir aber. Wollen wir von hier irgendwie hoch? Hier an der Tür vielleicht. Ja, easy. Ich dachte schon, das wäre der Punkt hier, aber wäre viel zu tief. Ja, komm schon, weiter.
So. Nein, nicht hängen. Synchronisieren. Schön, guck mal. Hier haben wir noch einen. Aber sonst haben wir hier unten das schon alles abgefrühstückt. Hier werden wir auch nochmal hin müssen. Das heißt, das machen wir dann später. Danach werden wir uns, ja, ziemlich direkt hier hinbegeben. Aber zuerst einmal noch diese... Wow, what? Was macht er denn? Ja. Das passiert aber ab und zu mal. Dass er den Todessprung eben nicht macht. Warum auch immer. Aber das ist alles gespeichert. Okay. Okay, hier gibt es auch eine Alarmglocke, sehe ich. Mal sehen, ob wir es schaffen, die vorher zu sabotieren. Nun, immerhin finden sie zu Gott. Da hinten kommt noch eine Wache. Soll sich eigentlich umdrehen. Ah, okay, hat er. Okay, wo kann ich mich denn hier irgendwo verstecken? Nirgends so wirklich, ne? Oh, Scharfschütze auch noch da. Nein, runter. Okay, der hat sich umgedreht. Hat keiner da, dann können wir die hier eben sabotieren. Sehr schön. Dann können die nicht keine Verstärkung rufen. Und damit der mir gleich nicht auf den Sack geht. Oh, hat er schon gesehen. Ja, ist aber kaputt. Tut mir leid, geht nicht. Na, weggekickt. Oh, Vorsicht. Genau, eigentlich wollte ich den erledigen, damit der mir nicht auf den Sack geht. Ja. Man natürlich auch einfach das schnelle gehen nehmen können, egal. Geh runter. Oh, ich komme jetzt nicht runter. Boah. So. Oh Gott, er ist fast tot. Uiuiui, da schießt noch jemand. Uiuiui. Hätten wir. Wo ist die? Da ist die Truhe. Mehr wollte ich ja gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, jetzt ab zur Hauptmission. Da liegt ja jetzt was. Da liegt ja jetzt praktisch nichts mehr auf dem Weg. Haben wir schon alles abgefrühstückt. Es gibt auch immer schon Geld, wir sind schon ein bisschen rich gerade. Vor allem für den Zeitpunkt, an dem wir gerade sind. Wenn man halt nicht so viel sammelt, dann, ja, das macht halt echt viel aus. Ne? Da, wenn man nicht so viel sammelt, dann muss man echt gucken manchmal, wo man bleibt. Vor allem, wenn es nachher an die teuren Ausgaben geht, für das Schiff und so. Und von der, ja, von den späteren Ausgaben erst ganz zu schweigen. So. Da sind wir auch schon. Und weiter geht's. Guten Morgen, du bist auch einen guten Morgen, ey. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Ja, ist doch morgens, ne? Hallo, Edward. Oh, yeah. Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Clever Boy. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang.
Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Okay. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du da. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So. Okay. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ja, Torres, der hat einen Gesundheitsbalken. Macht ich mag ein bisschen Misstrauisch. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Okay. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Assassinen, oh je. Da oben! Sie sind auf den Dächern! Achtet auf Straßen und Gassen! So, erstmal nachladen hier. Moment, erstmal nachladen hier. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich könnte natürlich nachgucken. Aber das wäre zu einfach. Du dann erstmal nicht. Ich muss den Torres beschützen. Shit. Bleib stehen. Mein Gott. Warte mal. Zählt das oder muss ich einen treffen? Ich muss einen treffen. Okay. So. Wo ist der Torres? Da, da. Hallo, ich hab doch Konter gedrückt. Ah, runter da. Ah. So. Jetzt. Das Wichtigste, die Nebenquest schon mal erledigt, die Nebenmission. Das kann man natürlich sagen. So. Stoppt ihn! Oh Gott, jetzt dürfen wir dem hinterher. Den Weisen von oben anspringen. Oh je. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Okay. Ach, ich muss den von oben anspringen. Shit. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Komm weiter. Weiter. Komm weiter, weiter. Hopp, 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 hopp. Jetzt schaffe ich das? Nee. Shit. Wenn ich immer einfach stehen bleiben würde. Alter. Boah, der ist aber auch schnell, ne? Oh, kletter doch weiter. Ja, ja, ich weiß. Nimm mir den
Nein, runter. Ja, das war's. Boah, der ist aber auch schnell, ey. Halleluja. So, nächster Versuch. Wir weisen von oben anspringen. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. So, hier bleibe ich erstmal oben. Hier über den Baum vielleicht. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Zählt das? Ich glaube nicht, dass das gezählt hat, ne? Hä? Gut gemacht, Schuss. Scheiße. Schweig. Darf ich das auch nochmal machen? Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Aber es war eine gute Taktik, glaube ich. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen. Und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios. Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Ja, das Problem ist, ja, die meinen mit von oben anspringen, dass ich den von oben so überwältige, ramme, weißt du? Und das habe ich halt nicht gemacht. Das, weil ich habe zwar auf E gedrückt, weil ich gedacht habe, das geht vielleicht, aber der war wahrscheinlich noch nicht weit genug. Das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Lass mir mal kurz was gucken. Sequenz 2. Erinnerung 1. So, hier sehen wir immer schön, was wir haben, was wir nicht haben. Hier könnten wir das praktisch nochmal machen. Aber ich werde das alles irgendwann später mal machen. War aber knapp. Ja, war echt knapp. Ich weiß auch, ich habe das bisher immer nur so ein bisschen lucky gemacht, weil halt echt schwer zu fangen ist auch. Ne? Ich bin jetzt auch nur oben auf dem Dächern geblieben, weil ich jetzt wusste, wo er lang läuft. Ne? Beim ersten Mal wusste ich das halt nicht mehr wirklich. Beim morgigen Verhör, jetzt direkt wieder da runter. Ich würde sagen, wir machen erst noch mal ein bisschen, gehen noch mal ein bisschen auf Sammeltour. Vielleicht hier so die Reihe bis hierhin. Hätte ich irgendwann noch mal machen müssen. Hier oben. So, da sind welche, ja, egal. Wir werden noch genug Piraten im Laufe des Spiels befreien. So. Jetzt hier rüber. Ja, daneben. So. Da gibt es auch wieder eine neue Schatzkarte. Ist auch nicht schlecht. Alles andere als schlecht. Vor allem mit den Schatzkarten ist auch gut gemacht. Du musst echt, da stehen auf der Karte stehen praktisch nur die Längen und Breitengrade der Insel drauf. Und dann ist eine die Insel abgezeichnet und die Stelle ist markiert. Mehr siehst du nicht. Du siehst auf der Karte das nicht auf der Karte oder so. Und dann musst du finden. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Nicht zu schwer, nicht zu einfach.
eigentlich echt cool gemacht. Aber das kommt später, wenn wir hier besser frei rumreisen können und mehr Karten haben. Das kann man dann alles mal auf einmal machen. Auch jetzt einmal ab. Glück gehabt. Denn hat sich hier im Gebüsch eine Leiche versteckt. Mit einer Schatzkarte, die sonst hier niemand findet. Nice. Hier siehst du, hier sind die Länge und Breitengrade der Insel. Dann ist hier einmal der Bereich gezeigt und hier nochmal die genaue Stelle. Und dann darfst du finden. Und das war, habe ich jetzt nur noch kurz gesehen, das ist, da finden wir die Queen Anne's Revenge Galionsfigur. Mega. Die Queen Anne's Revenge, für alle, die es nicht wissen. Das Schiff von Blackbeard. Also praktisch Blackbeards Galionsfigur, die wir da finden können. Da... Stürzen wir uns in den Kampf? Ja. Weil das werden bestimmt niemand mitbekommen, wollte ich sagen. Aha. Ja, okay. Es ging jetzt, Cheats erlauben Ihnen Missionen mit interessanten Veränderungen neu zu spielen. Denken Sie aber daran, dass währenddessen kein Fortschritt gespeichert wird. Um einen Cheat zu aktivieren, öffnen Sie das Pausenmenü, gehen Sie in den Bereich Abstergo-Herausforderungen und wählen Sie die Option Cheats. Habe ich noch nie gemacht, muss ich sagen. Hier, Cheats. Nächste Belohnung nach 5 Wänden in Herausforderung. Navigation nach Gestirnen. Armatrose. Was das genau bedeutet? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Guck mal, hier können wir uns aber auch schon neue Sachen leisten. So, aber erstmal raus hier. Gucken, wo wir als nächstes hin können. Hier, ja. So. Ist. Guck mal, wollte der uns erwischen? So ein Pech. Na gut, dann jetzt zu dem Animus-Fragment und dann hoch zum Synchronisations-Fragment.